Hallo, mein Name ist Katharina und ich zeige euch heute, dass Migration ein alltägliches Phänomen unserer Menschheitsgeschichte ist und was ihr machen könnt, um ein friedliches Miteinander zu gestalten. Migration war immer schon ein Teil unserer Menschheitsgeschichte und allein in den letzten 90 Jahren gab es in Österreich 11 große Migrationsbewegungen. Der militärische Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zeigt, dass diese Entwicklungen nicht an Aktualität verloren haben. So sind zurzeit ca. 10.000 Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Die mediale Berichterstattung bestimmt aber häufig, wie wir über bestimmte Phänomene und über bestimmte Menschen sprechen. So hat man zum Beispiel während der Fluchtbewegung 2015 ganz stark eine Veränderung bei der Berichterstattung in Zeitungen und auch in Social Media gesehen. Am Anfang wurden vor allem Bilder von Frauen und von Kindern, die geflüchtet sind oder gerade auf der Flucht sind, gezeigt. Oder Menschen in der Seenotrettung oder in Schlauchbooten. Und diese mediale Berichterstattung hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. So zeigten Medien und auch auf Social Media hauptsächlich Bilder von wütenden Menschen und von jungen Männern, die Angst in der Bevölkerung schüren sollten. Und auch wenn man sich das Ganze statistisch ansieht, sieht man, dass es eine starke Entwicklung hin zu einer diskriminierenden Berichterstattung von Menschen auf der Flucht gegeben hat. Dadurch wurde auch die Stimmung innerhalb der Gesellschaft immer schlechter gegenüber von Menschen, die geflüchtet sind. Ihr fragt euch jetzt, was wir dagegen machen können? Ich habe eine Idee. Wir können alle Menschen, egal ob sie geflüchtet sind, ob sie migriert sind oder ob sie hier geboren sind, als das ansehen und ansprechen, was sie sind. Einfach Menschen. Hinterfragt, was ihr seht und wo ihr eure Informationen herbekommt und bildet euch eine eigene Meinung. Und lasst euch nicht dazu verleiten, schlecht über bestimmte Menschen zu denken, nur weil es andere tun. Macht euch ein eigenes Bild darüber.